Willkommen zurück zu einer neuen Runde Troll Me mit eurem lieben Trollplay. Troll, Trollic, Trollplay von Dave2904. Mein ersten Troll-Level in einer Mischung mit Spin-Jumps. Okay. 0 Leute haben es bisher geschafft, 7 Versuche gab es. Das heißt, es gibt auch noch gar keinen, der erster ist. Wir schauen uns mal die Level-Infos an. 1 Minute 20 wurde für den Rekord gebraucht und ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. So, Super Mario 3D. Wollte ich gerade sagen, Super Mario World Style. Er sagt nach links zuerst. Geht gar nicht nach links. Also nach rechts zuerst. Muss den Cheep-Cheep sein. Können wir hoch, oder? Natürlich bietet sich das an. Und tschüss. Wir gehen durch die Tür. Schauen wir mal, was uns... Bäh. Interessant wäre auch zu wissen, sind die Schlüssel benötigt oder nicht? So. Und ich krieg das Springen. Uah. Fällt mir mein Headset runter. Das ist ja ein Fester. Wir wissen, dass da ein Frump ist. Aber wir wissen jetzt auch, dass das ein Troll war. Komm. Gehen wir da wieder raus. Und hüpfen hier runter. Ja. Okay, den benötigen wir. So wie es scheint. Nein! Das wird interessant. Oh, verdammt, das war falsch. Dann holen wir uns erstmal die Red Coin. Okay. Na komm. Jawohl. Wir brauchen scheinbar die roten Münzen. Wobei wahrscheinlich eigentlich gar nicht. Nein, wir brauchen die gar nicht. Weil wir haben ja jetzt hier einen Schlüssel. Und um an diesen roten Münzen ranzukommen. Ah, verdammt. Das könnte wiederum funktionieren. Ah, das ist ein bisschen tricky, aber... Oh. Ja, Cheep Cheeps. Man hat Zeit auszuweichen, aber man denkt manchmal gar nicht dran, auszuweichen. Ja.
Ah, komm. Nein. Oh, ich hab's nicht geschafft. Ich hätte sogar den Sprung so geschafft. Ja, Tro, spring doch ruhig daneben. Immer so rein. Was? Was war das denn? So. Okay, da gehen wir rein. Können wir nach rechts wegfallen. Nein! Ach komm, ernsthaft? Warum schmeißt du den runter? Den brauche ich nicht. Ich muss den aber aktivieren. Oh, danke. Nein! Ah! Oh, komm. Ach, Mann. Nee. Nee. Nee, da geht noch nicht. Der wäre gegangen. Ach komm. Leck mich. Komm. Oder schaffst du? Danke. Ja! Okay, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Was? Ansonsten keine weiteren Probleme, ne? Das hat ja schon nichts mehr mit Trollen zu tun. Oh Mann, Tro, was machst du? Also wirklich bei allem Respekt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so gemacht hat. Bäh. Komm. Ja, perfekt. Bah.
Okay, wir gucken jetzt, ob da irgendwas in diesen Fragezeichenblöcken drin ist. Genau. Hallo? Hm? Da soll irgendwo was sein. Da komme ich so gar nicht hoch. Das meint der ernst mit dem Run? Das meint der kacken ernst? Ernst. Ach komm. Ah, verkackt. Wie? Ja, eine Möglichkeit hätte ich jetzt noch. Die aber echt richtig gemein wäre. Es war so klar. Es war so klar. Es musste irgendwie sowas sein. Es musste sowas sein. Aber okay, gut, so kann ich Zeit sparen. Tschüss, P-Switch. Muss auch in die richtige Richtung gucken. So. Knapper geht's gar nicht mehr. Oh, geschafft. So, hier runter. Jetzt hier nicht, wähl eine Röhre aus, ne? Und sowas ist doch, oh, Chew the Pipe ist scheiße. Grün ist es schon mal nicht. That's not funny. Und das auch nicht. Boah. Also bleibt nur noch gelb oder rot. Wie in dem Gelb. Nehmen wir gleich die nächste. Ist wahrscheinlich auch falsch. Ja, war klar. Es ist rot. Hätte ich mal zuerst die gelbe genommen, hätte ich gleich gewusst, dass es die rote ist. Verdammte Axt da. Wow, wie lange ich den Timer hinauszögere. Rot. So, jetzt wurden wir ja schon informiert. Schnell durchlaufen. Hui. Ah. Ja. Wenn mir eins nicht irgendjemand nehmen kann, dann ist es hier ein Rekord. Nein. Erster. Genau, das kann mir keiner mehr nehmen. Rekord kann wahrscheinlich noch irgendjemand brechen, aber ich weiß nicht, ob das jemand schaffen wird. Oder jemand machen wird. Also, kommen wir zu deinem Troll-Level, Dave. Es war ein sehr nettes Troll-Level, muss man sagen. Du hast aber jetzt hier nicht bedacht, dass man halt mit diesem Schlüssel, womit man die Münze holt, entsprechend, ja, ich sag mal, Zeit sparen kann.
Du hast hier sehr viele knifflige Moves reingemacht und alles auf die letzte Sekunde teilweise auch geplant. Vielleicht hast du es auch anders gedacht und da waren noch andere Sachen. Aber das ist halt so, wo ich sage, das ist so ein Skill-Troll-Level und nicht so ein Troll-Level im trolligen Sinne. Also wirklich, wo viele Mechaniken dabei sind. Da kannst du mal beispielsweise beim Papa Falcon reingucken. Der hat auch ein Troll-Level gebracht, also die Folgen davor. Also du siehst halt auch ein paar Mechaniken und auch da gibt es ein paar Videos auf YouTube, wie man das Ganze dann richtig schön verpacken kann. Aber nichtsdestotrotz danke ich dir und freue mich natürlich, wenn es weiterhin Troll-Level gibt. Und wenn ihr auch Troll-Level habt, dann ab damit in die Kommentare. Das ist komplett außerhalb jeglicher One-Level-Per-Day-Regeln oder sonstigem. Ihr könnt einfach das in die Kommentare packen und dann werde ich euer Level notieren und dann entsprechend spielen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Danke auch für eure Unterstützung. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein. Tschüss.